Bunt und vielfältig, tatsächlich, das sind wir. Wir sind nicht richtig angekommen, aber wir sind da. Das queere Zentrum wäre für mich, selbst damals ein sehr, sehr wichtiger Ort gewesen, als ich gemerkt habe, so, ich stehe auf Frauen, was mache ich denn jetzt? Was uns fehlt, sind Möglichkeiten für Gruppen, miteinander sich ohne weiteres zu treffen, ohne lange Koordination. Ein queeres Zentrum ist für mich ein Ort, der für alle da ist, für Lesben und Schwule, Bisexuelle, transidente Menschen, für alle, die sich irgendwie als queer bezeichnen. Und es ist hier genauso gewesen. Ne? Wenn der Ort mal da ist, werden auch Bedarfe geweckt. Ne? Es werden sich Menschen, Initiativen finden, die diesen Ort gesucht haben. Ohne das queere Zentrum würde hier in Darmstadt für Jugendliche eine ganz wichtige Ressource wegfallen. Weil wir merken, dass auch jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit Jugendliche diesen Safe Space sehr vermisst haben und sehr gebraucht haben. Also ich finde es für ein queeres Zentrum sehr wichtig, wenn man mehrere Räumlichkeiten hat, weil wir ja auch verschiedene Gruppen haben. Und insbesondere sehe ich das halt auch für junge Menschen, für Jugendliche, die vielleicht in einer Outing, Coming-of-Age-Phase sind. Die vielleicht auch minderjährig sind und noch bei ihren Eltern wohnen und sich bei denen nicht outen können, weil es relativ klar ist, dass diese Eltern das nicht akzeptieren würden. Meiner Ansicht nach ist eine Kernkompetenz von einem queeren Zentrum, dass wir unsere Klienten nicht alleine lassen, sondern dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Denn wir bearbeiten keine Akten, wir arbeiten mit Menschen zusammen und die Menschen haben ihre unterschiedlichen Lebenssituationen mit den unterschiedlichsten Erfahrungen. Es könnte ein Treffpunkt sein für Familien, für queere Menschen, für Freunde von queeren Menschen. Es könnte ein Ort für Beratungen sein. Migration, kulturelles Programm. Und interkulturelle Kulturprogramme. Es gibt Jugendzentren, es gibt Zentren für ältere Menschen, es gibt für, also jeder hat seinen Anknüpfungspunkt und die Community braucht diesen Punkt endlich, um zusammenkommen zu können. Das wäre, also ich möchte nicht nur sagen, dass ein queeres Zentrum großartig wäre. Das wäre wirklich so, wie wenn so ein Knotenplatz, das würde einen Haufen Probleme von uns mit einem Schlag lösen. Ein queeres Zentrum wäre auch nach außen auch räumlich dann nochmal ein sichtbares Zeichen. Wir sind hier und wir bleiben auch hier.